Nach dem Messerattentat in einer Regionalbahn in Brokstedt, bei dem 2 Menschen ums Leben gekommen sind, wird der Hamburger Senat die Justiz- und Innenbehörde stärken. Ab 2024 soll der Justizvollzug um 12 Stellen aufgestockt werden. Sogenannte Übergangscoaches sollen dann auch Untersuchungsgefangene während ihrer Haft begleiten und sie nach der Freilassung bei der Wohnungssuche und in Suchtfragen unterstützen. Im Bereich Inneres sind 11 Stellen unter anderem für das LKA, den Verfassungsschutz und die gemeinsame Ermittlungs- und Rückführungsgruppe ausländischer Straftäter vorgesehen. Damit sollen Straftäter konsequent abgeschoben werden können. Der mutmaßliche Attentäter von Brokstedt, Ibrahim A., war kurz vor seiner Tat aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Mehrfach hatte es in Bezug darauf Kritik an der Hamburger Justiz und der Justizbehörde gegeben. Die zusätzlichen Kräfte sind nun Teil eines Maßnahmenpakets des Senats.